Olli Baumann, nach dem Elfmeter sind jetzt zwei Nächte vorübergegangen. Haben Sie abends mal geträumt vom Elfmeter? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich gefreut und den Tag ausklingen lassen zu Hause, sonst eigentlich nichts. War Ihnen in dem Moment eigentlich bewusst, was auf dem Spiel steht? Ja, ich habe noch auf die Uhr geschaut. Es war schon nach der 90. Oder die 90. war angezeigt an der Tafel. In dem habe ich mir klar gemacht, um was es geht dann. Und habe gewusst, dass es jetzt einfach sein muss, dass ich ihn halte. Und zum Glück war es so der Fall. Jetzt nach diesem Spiel, wie oft ist in der Kabine jetzt schon das Wort Champions League gefallen von den Kollegen? Noch gar nicht eigentlich, weil wir ja noch nichts erreicht, das noch nicht erreicht haben. Trotzdem ist es ja so, dass wir, wenn wir jetzt am Samstag eine sehr, sehr gute Leistung bringen, das erreichen können. Trotzdem müssen wir jetzt, dürfen wir noch nicht dran denken, großartig, müssen uns einfach nur darauf konzentrieren, wie wir Fußball spielen und dass wir diszipliniert sind. Und dann wird es schon kommen. Aber so eine Art Finalstimmung herrscht jetzt schon, oder? Finalstimmung nicht, aber wir wissen alle, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist und so ein typisch großes Spiel einfach. Und dafür müssen wir alles geben. Jetzt gibt es ja im Umfeld auch immer wieder Bedenkenträger, die im Blick auf die nächste Runde sagen oder in Frage stellen, ob der SC tatsächlich schon dem gewachsen ist, dieser Belastung Europa. Grübeln Sie da auch als Mannschaft oder sind Sie einfach nur heiß drauf? Nee, ich habe wahnsinnig Bock drauf, auf diese Erfahrungen, auf die Spiele, die auf uns zukommen und auf die kommenden Neuzugänge. Wird der Verein sich ins Zeug legen, sprich, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Und bin einfach nur heiß auf die Spiele und freue mich drauf. Wagen Sie einen Tipp fürs Schalke-Spiel? Nein, Tipps gebe ich ungern ab. Ich will einfach nur, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung abgeben, dass wir wahnsinnig viel kämpfen, so wie die letzten Spiele auch, dass wir eine Moral an den Tag legen und dann wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt.